Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Ja, in diesem Video soll es mal um die Herausforderungswoche 5 gehen in Fortnite. Und ich möchte euch mal zeigen, wie ihr ganz einfach die Notenblätter finden könnt. Ja, es gibt ja mehrere Phasen mit den Notenblättern. Und deswegen will ich euch mal zeigen, wie ihr alle nach und nach machen könnt, ohne einmal aus der Runde rauszugehen. Ja, in der Hoffnung, dass man das auch wirklich schafft. Es wird ein bisschen schwierig, aber wir geben unser Bestes. Und ich zeige euch die ganzen Orte in Fortnite mit den Notenblättern. Ja, ich habe gestern völlig vergessen, dass die neuen Herausforderungen rausgekommen sind, weil ich hatte nur noch das neue Update im Kopf, weil ich so viele Videos dazu gemacht habe und da habe ich komplett die Herausforderung vergessen. Aber deswegen kommt es in diesem Video und ich zeige euch, wie ihr ganz einfach alle Herausforderungen machen könnt. Für die ersten Notenblätter müsst ihr hier einmal auf dieses Gebäude hier im Pleasant Park. Seht ihr auch hier, genau das in der Mitte wird auf jeden Fall nicht zu übersehen sein. Und dann müsst ihr einfach mal runterlaufen, selbstverständlich in der Hoffnung, dass ihr erstmal eine Waffe findet, damit ihr schon mal gesaved seid, bisschen Holz mit abbauen und da kommt schon einer und da sind die Notenblätter. Ihr seht es schon, wir tanzen jetzt nochmal, damit wir den Typen hier auch, wir wollen auch nicht abfacken. So, jetzt haben wir das auch noch mal hinbekommen. Ich konnte jetzt in Ruhe das Ganze machen. Ihr müsst hier nämlich herkommen und C, E, G, E, C spielen und am besten, wenn ihr alleine seid. Also C, E, G, E, C. So, dann habt ihr das auch. Es ist wirklich nicht einfach. Ihr seht es, mein Leben. Ich habe nur noch 20 HP. Ich musste hier erstmal 3 Leute killen mit der Spitzhacke ohne Waffe. Deswegen habe ich eben nicht geredet, aber so macht ihr die Herausforderung hier ganz, ganz einfach. Dann kriegt ihr auch schon die, also eine Belohnung, also was heißt Belohnung? Dann kriegt ihr den Punkt und dann habt ihr das Ganze auch schon gemeistert. Dann müsst ihr auch direkt weiter. So, beim nächsten Standort handelt es sich um Retail Row. Ja, in Retail Row links bei den Läden ist nämlich nochmal eine Note. Die müssen wir uns nämlich auch nochmal schnappen. Ich mache das Ganze jetzt hier nach und nach, weil es mir einfach zu blöd ist, immer dahin zu fliegen, weil so habt ihr das immer am schnellsten. Ja, ihr müsst einfach mal dahin fliegen. Das ist bei den Läden, also in dem rechten Gebäude von dem Schwarzen, wenn ihr auf die Map guckt. In den rechten Gebäude hier müsst ihr einfach mal reinlaufen. Sehr, sehr simpel. Und wir wollen ja eh nur die kurzen Noten haben und dann wieder weiter. Deswegen stören uns die anderen Leute auch nicht. Und ich habe es komplett übersehen. Ich bin so blöd. Ihr findet das, wenn ihr reinkommt, direkt hier an dieser Wand. Das nehmen wir uns direkt und flüchten direkt weiter. Hier finden wir das Notenblatt in Retail Row. Haben wir natürlich jetzt auch abgeschlossen. Sehr, sehr simpel. So, jetzt haben wir die Reihenfolge. Ihr müsst mit den hohen Tönen anfangen. So wie es hier ist. Hoch heißt immer hohe Töne. Und hier sind die hohen Töne. Hier oben. Also müsst ihr hier einmal A. Dann müsst ihr einmal E. Dann F. Dann wieder ein hohes A. Dann müsst ihr wieder ein E, dann ein C und dann das tiefe A. Und dann habt ihr die Herausforderung auch schon fertig. Sehr, sehr simpel. Und den holen wir uns natürlich auch nochmal, weil so wie es sich gehört, natürlich, anders geht es ja auch nicht, ne? Weil das wäre ja sonst Ayyub. So, wir hatten zwar gar keine Munition mehr gefühlt, aber wir haben ihn trotzdem noch geholt. So wie ein Delikanler es macht, würde Matt jetzt sagen. Aber das war's von dem Video, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war sehr, sehr schwierig aufzunehmen, aber davon habt ihr natürlich nichts mitbekommen. Man kennt es. Ja, komm, was willst du jetzt von mir? Lass mich mal jetzt in Ruhe. Naja, nichtsdestotrotz hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal gerne eine positive Bewertung da. Abonniert nicht vergessen, um weiter zu Spaß und die Glocke aktivieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, falls mal die Abo-Box spielen sollte. Dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.